Bevor wir auf diesem Weg weitermachen, uns auf die Suche begeben nach Sprachen, die nicht von endlichen Automaten akzeptiert werden, werden wir erstmal was anderes machen. Wir werden erstmal uns überlegen, wie man die Sprachen, die akzeptiert werden, genauer beschreiben kann, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was es überhaupt so gibt. Wir haben ja bisher noch gar nicht so viele Beispiele gesehen. Und jetzt versuchen wir auf verschiedene Arten die Sprachen, die von endlichen Automaten akzeptiert werden, in den Griff zu bekommen. Also was wir insbesondere versuchen werden, ist, die auf eine andere Art zu beschreiben als bisher. Bisher haben wir die ja mit dieser Mengenschreibweise beschrieben und wir werden eine andere Art finden, sie zu beschreiben. Aber vorweg machen wir noch einen Schritt vorher. Wir überlegen uns, wenn wir Sprachen haben, von denen wir schon wissen, dass es Automaten gibt, wie wir dann den Vorrat von Sprachen ganz einfach erweitern können, wie wir quasi automatisch noch mehr Sprachen finden, für die es auch Automaten geben muss, ohne dass wir die immer alle bauen müssen. Und ich will Ihnen mal das erste Beispiel dafür sagen. Danach müssen wir ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, aber das erste kann man relativ leicht hinschreiben. Das wäre also das, was man ein Lemma nennen würde. Wenn L eine Sprache über I ist, die von einem endlichen Automaten akzeptiert wird, also für die es einen Automaten gibt, der diese Sprache akzeptiert, für die es einen endlichen Automaten A mit L gleich LA gibt, dann gibt es auch einen Automaten, der das Komplement dieser Sprache akzeptiert. Ich schreibe es erstmal hin. Dann gibt es auch einen Automaten. Sagen wir mal, geben wir dem mal einen Namen. Dann gibt es auch einen Automaten A Stern, der I Stern ohne L akzeptiert. I Stern ist ja die Menge aller Wörter, die man überhaupt über dem Alphabet I bilden kann. L ist diese Sprache, die akzeptiert wurde. I Stern ohne L ist also die Menge aller Wörter, die nicht in L sind. Also genau das Gegenteil. Wir brauchen also einen Automaten, der, und da steckt eigentlich schon die Antwort drin, warum das ganz einfach zu beweisen ist. Wir brauchen sowas wie einen Automaten, der immer dann, wenn der Automat A ja sagt, nein sagt und der immer dann, wenn der Automat A nein sagt, ja sagt. Das ist eigentlich unser Job. Also Beispiel nehmen wir als Alphabet mal wieder 01 und nehmen wir als Sprache mal was ganz Einfaches, sagen wir mal die Menge aller Wörter über dem Alphabet. Ja, über dem Alphabet. Mit der Eigenschaft, dass zum Beispiel die Länge des Wortes genau 2 ist. Da könnte man sich jetzt einen kleinen Automaten bauen. Wir haben irgendeinen Startzustand. Und damit die Länge 2 ist, muss ich ja jetzt eine 0 haben oder eine 1. Wenn ich also ein Zeichen geschluckt habe, dann komme ich in den nächsten Zustand. Das reicht aber noch nicht. Ich muss ja noch mal weiter. Dann wäre ich in diesem Zustand hier. Und jetzt muss ich ja noch mal weitergehen für den Fall, dass ich mehr als zwei Zeichen bekommen habe. Dann muss ich in einem Zustand landen, der nicht akzeptiert ist. Jetzt können ja noch mehr kommen. Darum mache ich mir jetzt eine Schleife. Sie sehen, das ist wirklich ein ganz simpler Automat, der aber genau das tut, was ich haben will. Wenn ich genau zwei Zeichen konsumiert habe, dann lande ich hier in diesem akzeptierenden Zustand. Wenn ich weniger als zwei Zeichen habe, komme ich da gar nicht hin. Wenn ich mehr als zwei Zeichen habe, fliege ich aus dem akzeptierenden Zustand wieder raus. Das wäre in diesem Fall unser A für die Sprache. Und die Sprache I Stern ohne L wäre dann natürlich das genaue Gegenteil, also die Menge aller Wörter, deren Länge gerade nicht 2 ist.
Also dazu gehören Wörter, die zu lang sind, deren Länge 5 oder 42 ist. Und dazu gehören aber auch Wörter, die zu kurz sind, deren Länge 1 ist oder das leere Wort. Und was wir jetzt wollen, der Trick ist, dass wir uns jetzt nicht hinsetzen und überlegen, from scratch, auf der grünen Wiese, wie baut man für diese Sprache I-Stern ohne L einen Automaten, sondern dass wir uns ein Verfahren überlegen, wie wir aus dem Automaten, der schon da ist, dem für L, einen Automaten bauen für I-Stern ohne L. Wie kann man sozusagen ganz einfach den vorhandenen Automaten umbauen durch einen sozusagen einen kleinen Trick? Ich ändere alle akzeptierenden Zustände um. Also alle, die jetzt gar nicht akzeptieren, werden zu akzeptieren und der, der akzeptiert, wird zu nicht akzeptieren. Genau. Das ist auch das, was ich eben meinte mit, wenn der alte Automat Ja sagt, soll der neue Nein sagen und umgekehrt. Man nimmt einfach, man geht alle Zustände durch. Und die, die vorher nicht akzeptierend waren, also die keinen Doppelkreis hatten, die bekommen jetzt einen Doppelkreis. Und die, die vorher akzeptierend waren, die einen Doppelkreis haben, die verlieren ihren Doppelkreis. Das male ich mal eben hin. Also ich schreibe den einfach ab. Das ist wirklich ein ganz einfaches Verfahren. Das bleibt alles so, wie es ist. Der Startzustand bleibt auch so, wie er ist. Und das Einzige, was sich ändert, ist, dass ich jetzt die Zustände durchgehe und sage, dieser hier oben, der erste Zustand, der war vorher kein akzeptierender, den mache ich jetzt akzeptierend. Der zweite Zustand war vorher nicht akzeptierend, den mache ich jetzt akzeptierend. Der dritte Zustand, der war vorher akzeptierend, der bekommt jetzt keinen Doppelkreis mehr. Und der vierte war auch nicht akzeptierend, den mache ich jetzt akzeptierend. So, und jetzt können Sie sich überlegen, dass das natürlich klappt. Wenn ich vorher ein Wort hatte, was akzeptiert wurde, bedeutete das, ich landete irgendwann bei einem akzeptierenden Zustand. Wenn ich jetzt in den neuen Automaten dasselbe Wort einfüttere, lande ich ja bei demselben Zustand. Aber weil das vorher ein akzeptierender war, ist es jetzt keiner mehr, also gehört das Wort jetzt nicht zur Sprache. Und umgekehrt natürlich genauso. Also Sie sehen, das funktioniert nicht nur bei unserem Beispiel hier, sondern das wird natürlich mit jedem Automaten funktionieren. Wir haben also jetzt eine Methode entwickelt, wie man, wenn man von einer Sprache weiß, dass sie von einem endlichen Automaten akzeptiert wird, automatisch auch weiß, dass das Komplement auch akzeptiert werden muss. Man würde dann sagen, die Menge der von endlichen Automaten akzeptierten Sprachen ist abgeschlossen gegen das Komplement. Und das bedeutet im gewissen Sinne, dass wir den Vorrat an Sprachen, von denen wir potenziell wissen, dass sie akzeptiert werden, sozusagen auf einen Schlag verdoppelt haben. Für jede Sprache, für die wir einen Automaten haben, haben wir gleich auch noch eine zweite. Und damit, mit dieser Art und Weise vorzugehen, werden wir jetzt weitermachen. Wir werden uns weitere Möglichkeiten überlegen, wie man, wenn man schon einen Automaten hat, weitere quasi geschenkt bekommt. Eine Sache, die Sie sich für die Zukunft schon mal merken können an dieser Stelle, ist dieses Verfahren, was wir hier eben beschrieben haben. Das ist nicht nur ganz einfach, das ist so einfach, dass man das einem Computer beibringen könnte. Also diese Verfahren, die wir jetzt lernen werden, dies ist das erste und noch weitere, die Automaten umbauen. Die sind, wie Sie feststellen werden, immer ganz einfache Verfahren, in dem Sinne, dass man dafür einen Algorithmus bauen könnte. Also hier könnten Sie zum Beispiel sagen, der Algorithmus ist, geh einfach alle Zustände durch und für jeden Zustand ändere den von akzeptierend in nicht akzeptierend oder umgekehrt. Ein ganz simples Computerprogramm. Und auch die nächsten Sachen, die wir machen werden, sind alle ganz einfach im Sinne von, man kann sie algorithmisch beschreiben. Die brauchen nicht einen Menschen, der lange darüber brütet, sondern die können sie einfach abarbeiten. Und dann haben Sie einen neuen Automaten.